Wie Tageszeitung Clarín aus Buenos Aires berichtet, habe der Stürmer der Boca Juniors seinen dort einsitzenden Bruder im Hochsicherheitsgefängnis von Buga in der Provinz Córdoba besucht und sei von dortigen Insassen zu einem Spielchen überredet worden. Das Match lief allerdings dann weitaus weniger freundlich ab als geplant. Kraftpaket Tevez, selbst kein Kind von Traurigkeit, wurde in der 20-minütigen Treterei heftig gefoult. Laut Clarín habe sich der Vorfall bereits in den vergangenen Wochen zugetragen, erst jetzt stellte sich aber Tragweite der Blessur heraus. Der 76-malige Nationalspieler Tevez, Spitzname Apache, wuchs in härteren Verhältnissen in einem Vorort von Buenos Aires auf. Sein Bruder Juan Alberto Martinez sitzt in Buga eine 16-jährige Haftstrafe ab, nachdem er 2010 an einem bewaffneten Überfall auf einen gepanzerten LKW beteiligt gewesen war.